Tja, das wollen wir ein bisschen genauer wissen, was dahinter steht, hinter dieser Entlassung, und fragen nach bei Jan-Philipp Burgert in Washington. Wir haben völlig verschiedene Meinungen, hat Trump getwittert. Warum ist dem Präsidenten das jetzt aufgefallen? Was denken Sie? Ja, es hat sich jetzt gerade am vergangenen Wochenende noch mal gezeigt, wie sehr er mit John Bolton über Kreuz liegt. Trump wollte ja Taliban-Vertreter nach Camp David einladen, auf den Landsitz des US-Präsidenten, um damit ihnen zu verhandeln, ein Angebot zu machen, eine Art Friedensangebot, um endlich die amerikanischen Truppen nach Hause holen zu können. John Bolton hat davon massiv abgeraten. Er hat gesagt, das ist nicht der richtige Ort, um Taliban-Vertreter zu treffen, erst recht nicht im Umfeld des Jahrestags des 11. September. Und da hat es wohl einen sehr heftigen Streit gegeben. Trump mag ja nicht unbedingt gerne Widerspruch. Das war ein großes Thema. Und offenbar, so sagt man, hat das Team von John Bolton eben auch an die Medien durchgestochen, dass es diesen Disput gab. Das kam bei Präsident Trump offenbar auch nicht gut an. Und so kam es zu dieser Demission. Aber es gab vorher schon größere Streitthemen auch, wie zum Beispiel Nordkorea. John Bolton hatte immer davon abgeraten, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un zu treffen, auch ohne Vorbedingungen. Trump hat es trotzdem gemacht. Bolton blieb damals dann demonstrativ dieser ersten Reise fern. Und auch beim Thema Iran hat man unterschiedliche Ansätze. John Bolton setzt da ja eher auf Militärschläge als auf Diplomatie. Es galt ja oder gilt John Bolton als ein richtiger Hardliner, gleichzeitig aber auch ja bis dato als Vertrauter von Donald Trump, obwohl er ja eigentlich kein Anhänger von Trumps Isolationismus war. Wofür stand denn Bolton? Ja, Bolton stand dafür, ein Falke zu sein. Hier in den USA versteht man darunter jemanden, der eben wenig auf Diplomatie setzt, sondern eher auf militärische Intervention. Das hat sich schon damals beim Irakkrieg gezeigt. John Bolton war da ja ein glühender Verfechter. Und als er 2005 von George W. Bush zum UN-Botschafter ernannt wurde, da gab es Aufruhr unter den amerikanischen Diplomaten. 100 Vertreter des Auswärtigen Amtes hier haben damals öffentlich protestiert gegen Boltons Ernennung. 2015 hat er einen vielbeachteten Gastbeitrag geschrieben in der New York Times. Da schrieb er, bombardiert den Iran, um die Bombe des Iran zu stoppen. Auch daran wurde er immer wieder erinnert. Und ja, Trump muss einfach aufpassen, dass er seine Wahlkampfversprechen nicht bricht. Er hat ja gesagt, er will keine neuen Kriege anzetteln, erst recht nicht im Nahen Osten. Er will auch erstmal die amerikanischen Truppen nach Hause bringen aus Afghanistan. Das war ein Wahlversprechen. Und im kommenden Jahr stehen ja hier die Präsidentschaftswahlen an. Und da kann Trump weder einen Krieg gebrauchen noch Unruhe im Weißen Haus. Denn das steht auch fest, Bolton stand auf Konfrontationskurs zu Außenminister Pompeo, der jetzt offenbar diesen Machtkampf gewonnen hat. Also es war ein Machtkampf und die Differenzen waren zahlreich. War das jetzt mehr ein Rausschmiss oder ein freiwilliger Abgang? Das wird man vielleicht nie so ganz klären können. Auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Darstellungen. John Bolton hat erklärt, er selbst habe Trump seinen Rücktritt angeboten gestern Abend. Und der habe gesagt, lass uns morgen mal drüber reden. Trump stellt das anders dar. Er sagt, er habe Bolton gebeten, zurückzutreten. Und nach dem, was man hört, war Trump sogar im Vorfeld auch schon mit möglichen Nachfolgekandidaten im Gespräch. Da bleibt zum Schluss auch die eine offene Frage. Was sagen die Washingtoner Spatzen? Wer könnte Sicherheitsberater Nummer 4 werden? Also interimsweise wird das der bisherige Stellvertreter John Boltons übernehmen. Aber es posieren jetzt auch eine ganze Reihe von durchaus interessanten Namen hier in Washington. Darunter Rick Grenell, der US-Botschafter in Deutschland, der da ja auch immer wieder für Wirbel sorgt mit seinen Äußerungen. Außerdem im Gespräch ist zum Beispiel Brian Hook aus dem State Department. Der ist der bisherige Sondergesandte für den Iran. Also interessant wird das noch. Jan-Philipp Burgert, vielen Dank heute Abend, dass Sie uns auf Ballhöhe gebracht haben. Gerne.